bring den Wagen schnell und ohne Knacken. Gucken wir mal, ob das auch funktioniert, was ich machen wollte. Oder haben wollte. So dass ich dann sehe, wie viel Plus und wie viel Minus ich habe, sozusagen. Ich weiß nur nicht, ob die 11 Minuten nicht so wenig sind, aber das sehen wir ja dann. Ich habe eigentlich alles mit bis in 1-2 Minuten Plus gemacht, sodass ich ungefähr die Zeit von mir komme, was ich denke, was ich habe, oder weniger sogar. Ja. Eure Zeit läuft ab. Beeilt euch. Jetzt wird es aber brenzlig. Mensch, gib Gas. Ich darf auch nicht vergessen, dann immer wieder Blitz zu setzen, wenn ich auf die Ziel komme. Auch Nico. Zerstör den Wagen so schnell wie möglich. Er wird nicht anhalten. Da habt ihr ja schon mal angeklopft. Er hat schon wieder einen Unfall gebaut. So, jetzt kann man schön uns absetzen, damit wir umdrehen können. Angeschlagen. Komm, bremst ab. Jawohl. Jetzt muss er noch mehr bremsen, oder? Aber, hat gepasst. Er fährt keinen Meter mehr. Nitro. Fahrt innerhalb der Zeit zum Unfallort, damit nicht noch mehr passiert. Fernseher, den ich als Bildschirm benutze. Aber geht. Warum nicht?
eure Zeit läuft ab. Beeilt euch! Musste das sein? Diese Halbstarken, macht der Raserei ein Ende und seid früher am Ziel. Wie der Teufel. Okay, ihr seid gleich dran. Wie der Teufel. Bei 1-4, das ist der schlechteste 1-4, den ich je gemacht habe. Von allen 4 Runs, die ich dieses gemacht hatte, bin ich persönlich. Weil ich hatte dich immer schon auf der rechten Seite alle geholt und gefühlt. Und jetzt, erst jetzt halt. Wegen dem Anfang, also wegen der Baustelle. Aber Kleinigkeiten, gibt Schlimmeres, wirklich. Hauptsache ich bin vorne und schaffe dann auch von denen im Ziel. Ich glaube echt, dass 11 Minuten zu wenig ist, kann man dann immer nach oben drosseln. 11:30 oder 11:40, wie auch immer, oder 12 vielleicht. Aber wenn ich dann einen Speedrun habe, der wirklich gut ist, dann möchte ich auch dann meine Zeiten reinlegen. Ich weiß, was ich meine. Das wäre dann besser einfach. Ich fahre wie der Teufel. Ich weiß nicht, ob es besser ist, dass ich die Segmente einzeln mache, nicht, dass ich dann in, wie sagt man, durcheinander komme. Weil ich muss jetzt immer gucken, okay, wo muss ich stoppen und wo nicht. Irgendwann mal würde ich sich vielleicht in meinen Kopf setzen, aber... Ja, keine Ahnung. Also,
Ich würde sagen, 11 Minuten ist zu wenig. Bring den Kranken ohne neue Blessuren an den Übergabeort. Es ist nur wenig Zeit. Legt euch alle ins Knie. Bring den Kranken ohne neue Blessuren an den Übergabeort. 20 Sekunden, wo ich verloren habe, aber trotzdem. So ein unlucky Moment. Da komme ich jetzt durch. Ja. Als ob ich nicht mal 1% machen darf. Das ist ja richtig hardcore. Oder 2. Weil ich hatte jetzt 2%. Eure Zeit läuft ab. Beeilt euch! Okay, mit einer Wiederholung, ja, kommt er auf 12 Minuten, aber ich würde sagen, ohne Wiederholung sind 11 Minuten, sind 11 wirklich in Ordnung. So, mit dem. Jetzt wird es aber brenzlig. Mensch, gib Gas! Ja, ja, alles gut. Aber hat geklappt. Die Bank ist sicher. Diesmal ist nicht die Abkürzung. Sagen wir so, die Abkürzung war ein bisschen Krankenwagen-Wiederholung. So kann man sagen. Oh no! No! Also gerade am Anfang sehr viele Fails. Ich hatte noch nie so viele Fails. Die Bank ist sicher. Mann. Will ich nicht wissen, was danach kommt alles. Ich darf nicht vergessen, dass ich auch einen Schadenslimit habe. Idiot. Die Bank ist sicher. Die Bank ist sicher. Die Bank ist sicher. Oh, 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 la la la. Hätte ich jetzt nicht gebremst, wäre das
fail gewesen, 100%. Aber wir haben. Eins bis drei. Schnapp dir den Kerl. Er wird nur anhalten, wenn sein Wagen im Eimer ist. Okay, ihr seid gleich dran. Da habt ihr ja schon mal angeklopft. Ah, das wäre jetzt nur wie viel Plus oder wie viel Minus von diesem Spätsegment, aber das ist mit diesem Delta. Okay. Na gut, beim nächsten Speedrun werde ich nochmal neu einstellen. Er geht einfach nicht auf. Der Wagen ist ganz schön angeschlagen. Hol den Wagen ein, setz dich vor ihn und bremst ihn langsam aus. Fahre jeden Checkpoint innerhalb der verbleibenden Zeit an. Das ist Nitro oder Easy, aber ich mache das lieber auf Nitro, weil warum nicht? Da habe ich im letzten Speedrun verkackt, wegen dem Crash hier. Weiß ich noch. Ich glaube, das ist ein Vorteil für mich, dass der in dieser Mission auf Easy spielt und nicht wieder auf Nitro. Dafür gewinne ich halt in der Zeit auf jeden Fall. Oder das wird gegen den BMW Senior, das werde ich auch mitnehmen, nur auf normal, nicht auf Nitro. Das wäre auch ein Vorteil für mich. So schwer ist es auch nicht. Man muss halt wirklich aufpassen, aber wirklich aufpassen. Wirklich crashen darf man auf jeden Fall nicht. Oh Leute, da.
musst dich vor den Fluchtwagen setzen. Machen es deine Kollegen, platz die Beförderung. Also das ist ja wirklich einfach nur fahren, bis man bei den anderen ankommt und fertig. Also. Leute, ich glaube, viel schneller gewesen als beim letzten Run, Magic. Na also, jetzt nur noch vorne bleiben. Sei vorsichtig, der Wagen ist voll mit Sprengstoff. Setz dich vorhin und bremst ihn langsam aus. Ich verstehe halt auch nicht, wie viel ich gewinne. Wahrscheinlich. Also ich hoffe, dass es kommt noch, dass ich auch Zeit gewinne, dass es man nicht sieht bei Best Segments, aber ich glaube nicht. Das sehen wir ja gleich. Wir kriegen. Versuche es erst gar nicht mit Diplomatie. Erst wenn der Wagen nicht mehr fährt, wird er aufgeben. Nein. Ich glaube, dieses Possible Time Save muss ich wegmachen und dort dann Delta nicht machen. Weil das bringt mir das ohne das Possible Time Save. Okay, ihr seid gleich dran. Letztes Mal war es ein Auto, jetzt ist es ein LKW gewesen. LKW war noch schlimmer, aber egal. Was machen die denn? Fuck off, you piece of motherfucker! Hey, du sollst die Unfallquote verringern, nicht erhöhen! Ich glaube, dieser Run wird langsamer sein. Okay, ihr seid gleich dran. Als beim letzten Run. Das gibt eine saftige Beschwerde. Seid euch, er hat schon wieder einen Unfall gebaut. Hauptsache, er ist nicht mehr so schnell. Sehr gut. Der fährt keinen Meter mehr. Das ist auch easy. Achte darauf, dass du deinen Kollegen ohne Schrammen ausbrennst. Dienstwagen sind teuer. Ah, kein Niveau. Toll. Thank you.
Hol ihn ein, fahr ruhig neben ihn und übernimm den Laster. Sei vorsichtig, der Laster ist hochexplosiv. Gleich am Zielfahrzeug. Nein. Nein. Oh, dann benutzt er noch Nitro. Jetzt den Wagen ganz ruhig halten. Möglichst viele Treffer, behalte aber Zeit und Schadensanzeige im Auge. Oh, diese Mission ist eine der abwechslungsreichsten, würde ich sagen. Ohne Witz. Hauptsache ich hab Nitro, nicht so wie bei denjenigen, der Weltrekord hat. Nur einmal noch drauf. So, ciao. Mal tue ich nicht die Kurve schneiden bei der einen Stelle.
hier weiß man nie, ob jemand parkt oder nicht. Richtig risky. So. Jetzt kommt gleich die Stelle, wo ich nicht vorgeschnallt werde. Oder noch ein bisschen, ja. 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 Ja, okay. Ja. Hol den Wagen ein, setz dich vor ihn und bremst ihn langsam aus. Ja, ich weiß nicht, Papa. Ja. Ja, okay. Ja, ciao. Er hat gesagt, eine Stunde und jetzt eine halbe Stunde. Das war gut, er wird langsamer. Du musst fliehen, allein hast du keine Chance. Wir schnappen uns die Bande später. Wirklich immer eine Scheißstelle ohne Wind. Hat nicht mal was. Denkt sich, ich muss jetzt wieder die Kurve schneiden. Aha. Ah, no, bitte. Egal, nicht so schlimm. Eine weniger.
Diese Bombe ist Geschichte. Nee, dieses Mal tue ich das auch nicht machen. Vergiss es. Diese Bombe ist Geschichte. Lol. Okay, die richtet keinen Schaden mehr an. Diese Bombe ist Geschichte. Wieder eine weniger. Ach komm! Diese Bombe ist Geschichte. Kümmere dich nicht um die Begleitung. Du musst nur den Sportwagen aufhalten. Das Punktekonto der Jungs ist jetzt dreistellig. Ja, fahr in den Kultwagen rein, kein Problem. Macht ja gar keinen Sinn. Boah, das hat großen Schaden gemacht. So, die kann ich schön umdrehen. Ey, diese Millisekunde, Alter, nicht normal. Der Teufel! No, ich hab... Na, passt. Nee, passt. Alles gut. Wir brauchen ihn noch. Pass auf, dass er nicht verletzt wird. Und bremst ihn vorsichtig aus. Ich dachte, ich habe einen falschen Moment gedrückt. Aber passt. Alles gut. Das war gut, er wird langsamer. Noch ein Wichser. Okay, meine Schuld.
Warum mache ich das? Ich muss nur ausbremsen und nicht einfach ihn crashen. Aber trotzdem. Das war gut, er wird langsamer. Oh, muss ich machen. Oder so ähnlich. Ja, genau so. So, nächste Mission auf easy. Du musst den Mann ausbremsen, bevor er zum Geisterfahrer wird. Beeil dich! Okay, ihr seid gleich dran. Das war gut, er wird langsamer. Das wird haarig. Hol den Bus ein und fahr neben ihn, um ihn zu übernehmen. Der Bus darf nicht langsamer werden. Fahr bei 94% auf den Feldweg und spring in der markierten Zone ab. Das ist eng. Gleich fliegt die Kiste in die Luft. Gleich fliegt die Kiste in die Luft. Oh mein Gott. Aber ich nehme auch die Zeit, wie gesagt, die ich jetzt mache, ist einfach besser.
Weil bei manchen ist es plus, bei manchen ist es 4 minus, also passt nicht so richtig. Das ist eng. Gleich fliegt die Kiste in die Luft. Du wirst den Geisterfahrer nur mit härtesten Mitteln aufhalten können. Sieh zu, dass er nicht mehr fahren kann. Okay, ihr seid gleich dran. Da habt ihr ja schon mal angeklopft. Nicht auf. Achtung, in eurer Fahrtrichtung hat es einen Unfall gegeben. Hey, was ist denn mit ihm? Aha, okay. Die Wagen werden die Polizeistation in die Luft sprengen. Halte sie mit allen Mitteln auf. Da habt ihr ja schon mal angeklopft. Das Punktekonto der Jungs ist jetzt dreistellig. Na, das gibt eine saftige Beschwerde. Das gibt eine saftige Beschwerde. Der Wagen ist ganz schön angeschlagen.
können die denn so schnell sein? Guck mal, wie kaputt die sind. Das Punktekonto der Jungs ist jetzt dreistellig.